Das war eine ganz andere Hand. Ohne Time Warps, dafür ein paar Draw-Effekte. Finde ich auch ganz interessant. Gucken, was hier passiert. Bitte lass es keine Insel sein. Oh, Forst. Okay. Ah, ich spiele gegen Elfen. Elfen können auch relativ schnell sein. Gigadross ist gut. Besonders gegen so Overrun-Sachen. Ich glaube, wir wollen noch eine Insel behalten und eine runterlegen. Ist das so? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wollen wir keine Insel haben. Wir werden mit Dictate wahrscheinlich noch ein paar Inseln nachziehen. Sagten sie. Na gut. Also wahrscheinlich schon. Und dann mit Zero Vision jetzt auch nochmal die Möglichkeit haben, tiefer zu gucken. Wir wollen eigentlich nur Time Walks finden. Okay, nur 11 und Little Sentinel. Kann ich leben? Hätte ich mal oben drauf gelegt? No. Damit. Serum Visions. Cryptic. Cryptic ist gut. Cryptic wollen wir haben. Das heißt, wir müssen nur noch die Runde überleben und dann die nächste. Und dann kommen wir eigentlich relativ weit, wenn wir das Dictate spielen. Und ich sehe uns auch noch nicht so viel Schaden nehmen. Kommt ein bisschen drauf an, was jetzt passiert. Collected Company. Okay. Ja. Heritage Druid. Elfisch. Ist klar. Das kann natürlich sehr viel Mana machen. Forest. 3 Mana. Nochmal Company. Oh, stark. Solange aber keine Izumi kommt, geht das eigentlich alles. Wollen wir Gigadros jetzt benutzen? Weil wir nächste Runde Dictate casten? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Spar zwei Schaden. Ja, finde ich ganz gut. Dann müssen wir nächste Runde nur eine Insel finden. Und darum noch eine. Und dann geht's eigentlich. So, wenn jetzt nicht Izumi irgendwer kommt. Druid. Oh, reicht das schon? Ich glaube noch nicht. Ne, es sind erst 18. Oh no. Noch eine? Ja, das reicht auf jeden Fall. Ne? Weil jetzt kann er. Obwohl, reicht das? 3. Ah, okay. Jetzt durch den kann er natürlich noch mehr Mana machen, ne? Ja. Ohne den hätte es, glaube ich, auch nicht gereicht. Also es hätte. Ja. Es musste dann genau Archduid, Izumi, Izuri und Elfisch Lichter sein. Okay, aber so reicht es dann doch. Wir wollen Evacuation, Etherize und wollen wir hier irgendwas? Also definitiv. Ja, vielleicht wollen wir über Gigajaws brauchen wir eigentlich nicht. Space Snare brauchen wir nicht. Brauchen wir hier irgendwas? Wir können auch Tassa und Elixier rausnehmen. Das ist gegen die sowieso egal. Und dann Sundroplets boarden. Wahrscheinlich Gigadroid ist schon nicht so schlecht, so als Fog Effect. Und dann können wir auch. Achso, wir haben ja noch Remounts, die wollen wir auch alle nicht. Spellpierce, ja. Vielleicht ein Spellpierce gegen die Companies. Und dann können wir auch ein Gigadroid und Sundroplet. Ja.
So. Okay. Da können wir noch Holig mal mitspielen. Das ist eigentlich ganz fair. Obwohl es ein bisschen langsam ist, aber ich glaube, mit dem Giga Joes dürfte es gehen. Und wir haben relativ viele Spells, die wir ziehen wollen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Start. Double Company into super viel Damage. Aber ich glaube, hätten wir den Zug überlebt, hätten wir das geschafft. Wenn wir die Insel ziehen, natürlich. Weil dann können wir Cryptic machen und dann überleben wir. Also, Cryptic ist ja wie Time Walk. Okay. Rolling Mine. Wichtig hier, dass wir die Insel legen fürs Giga Joes. Gut, dass er gegen auch kein Mana Elf gelegt hat. Hoffentlich stirbt die Holy Mine nicht. Ja. Elfisch Mystik, fair. Dann machen wir hier Serum Visions. So, Cryptic, Etherize, irgendwas, Dictate. Dictate brauchen wir eigentlich nicht. Nicht bei unserer Hand, wir haben genügend Effekte dafür. Wir könnten überlegen, jetzt die Länder zu tappen, damit er keine Company machen kann. Finde ich gar nicht so dämlich. Wahrscheinlich ist es besser, Forest und Mystic zu tappen. Also Mystic auf jeden Fall, weil Mystic ist ja Forest, aber Cavern of Souls. Ich glaube, dass da nicht viel rauskommt. Was nicht grün kostet. So, und dann hoffen wir nur, dass wir nächste Runde nicht sterben, was unwahrscheinlich ist, würde ich behaupten. Dadurch, dass er jetzt keine Company machen kann und auch kein Archdruid. Ja, ich glaube, jetzt das zu machen war relativ wichtig. Ziemlich wichtig. Jetzt kann er zwar immer noch so Dudes legen. Oh, okay, also ihr könnt jetzt natürlich noch einen Elfen legen und noch einen Archdruid. Oh, noch ein Giga Jaws. Das ist gut. Frage ist, wie wir das jetzt benutzen. Bringt es was, das jetzt zu benutzen? Wahrscheinlich schon, ne? Weil wir könnten. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Wir tappen die Länder und einen Mystic. Das heißt, er muss drei Elfen tappen, um drei Mana zu machen. Wir nehmen schon mal eins weg. Also wir nehmen den Forest weg und den Forest und den Mystic. Jetzt kann er zwar Company machen, aber das dürfte nicht ausreichen, um jetzt zu gewinnen. Schlimm wäre, wenn sie. Wahrscheinlich haben sie Reclamation Sages und sowas. Oh, Lyptos. Cool. Alright. Und jetzt dürfen wir zumindest so weit kommen, dass wir nicht mehr verlieren können. Time Warp. Weil wir jetzt irgendwie Cryptic finden oder Evacuation. Irgendwas Relevantes. Rolling Mine. Time Warp. Geiler wäre es gewesen, jetzt einen anderen zu benutzen, damit wir nächste Runde auch was spielen können. Aber so machen wir das. Okay. Bezahlt. Karte gezogen. Holding Mine. Serum Visions. Auf jeden Fall oben. Können wir auch noch oben legen. Telling Time. Orc in die Hand, Visions nach oben, Jace nach unten. Vielleicht legt man lieber die Visions nach unten, weil man eh Telling Time spielt. Aber das ist okay. Visiert. Mastery. Visions. Eigentlich können wir alle Draw-Effekte nach oben packen, weil wir ja eh sehr viel drawen müssen, bis wir unsere Bibliothek ziehen. Und so geht das Ganze nur viel schneller. Nein, Upkeep Dictate wäre
Wäre gut gewesen. Zieht die Karte leer. Dictate. Land. Time Warp. Spielen nicht den anderen Time Warp, um zu sehen. Wenn wir jetzt keine ziehen, dann wollen wir zumindest noch die Möglichkeit haben, um Spyback zu benutzen. 10. 10 ist gut. Dictate. Evacuation, okay. Boah, müssen wir ihm jetzt nicht zeigen. Wir müssen eigentlich nur aufpassen, dass wir diesen Maniac nicht verfehlen können. Dictate, wir wollen wieder einfach Walk und Cryptic. Schon laut gelegt, ja. Cast Walk. Discard, Ghost Quarter, Island. Man kann auch einfach das immer so arbeiten, dass man die vollen Karten zieht bis dahin. Also wir haben jetzt 17 Karten, wir ziehen 5 die Runde. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nichts mehr davon. Dann passt das auch. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, wenn man aufpasst, dass man diesen Maniac nicht zieht. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen. So. Insel. Karte gezogen. Können wir ansagen. So. Draw. Okay. Ja. Draw. Wie viel haben wir jetzt? 11. 11 ist fair. Insel. Karte gezogen. Ding. Maniac gelegt. Dictate. Und Walk abgeworfen. Ja, okay. So. Vielleicht wollen wir auch ein Wipeaway haben. Und das ist besser als Sundroplet. Einfach weil wir wahrscheinlich in sehr... Ja, Sundrop ist, glaube ich, nicht so gut. Wir sterben wahrscheinlich in vielen Instanzen von... also viel Damage in kurzer Zeit. Und nicht so wie Rot, die über die Züge weniger Damage machen, aber dafür viel insgesamt. Elixier könnte man auch boarden, um 5 Leben zu machen. Spells sind ja. Es gibt, glaube ich, nicht viel, was sie da haben. Elfish Visionary. Also ein Quatsch. Ich glaube, das ist okay. Ja. Ich glaube, das ist okay. Ja, das geht. Nicht super gut, aber machbar. Noch irgendeine 3-Mana-Karte gegen Aggro wäre ganz interessant. Also, ja, Hibernation wäre jetzt gut gegen nur Grün, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so. Ja, da ist leider auch kein Draw-Effekt drauf. Insofern weiß ich nicht genau, wie uns das Giga-Jaws hier weiterhilft. Ich glaube nicht sehr. Ich meine, wir können 3 tappen, aber sterben wir denn bis Turn 4? Ja, ich glaube, wir können uns das nicht hier leisten, das zu nehmen. Okay. Wenn er jetzt einen sehr guten Start hat, müsste er damit leben. Giga Jaws ist zwar gut, vielleicht um nächste Runde Company zu verhindern, aber wir brauchen schon irgendwas, was jetzt noch Mana macht. Nicht Mana, Karten zieht. Oder zumindest was wie Aetherize Evacuation, irgendwas sehr Gutes. Okay. Das ist schon mal gut, dass da kein Land dabei ist. Wenn er jetzt nächste Runde nicht super viel macht, überleben wir auch noch die dritte Runde. Aber er hat echt viel Mana, also. Ja. Tut jetzt so, als ob wir zumindest interagieren können. Oh, er hat echt viel Mana.
Lied des Stampede. Ja. Wir hoffen mal, dass er nicht so viel trifft. Hä? Er hat nichts getroffen? Oh, wow. Ugh. Der bringt es auch um, oder? Er hat nichts getroffen? Oder wahrscheinlich nur verklickt. Okay. Space Guide. Space Guide ist nicht so wichtig. Sterben wir nächste Runde? Oh, er kann nicht die Nettle Sentinels enttappen. Okay. Aber wir sind auch nicht weiter mit unserem Cryptic Command. Na, mal gucken, wo das hingeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nichts getroffen hat. Das wäre echt unglücklich. Das hätte mit sehr viel Pech zu tun. Okay. Wir machen hier allerdings auch nicht mehr viel. Zumindest haben wir bis zum Cryptic Command geschafft. Wenn er jetzt nichts Grünes spielt, wollte ich sagen, könnte man auch diese Runde keinen Cryptic Command benutzen. So, jetzt muss ich überlegen. Ah, er macht sogar jetzt schon den Overrun. Okay. Dann muss ich ja gar nicht überlegen. Das sind aber auch nur 15. Nicht wahr? Oh, nehmen wir jetzt 15 und gehen auf 1? Space Guide ist ja 0,4. Wahrscheinlich schon. Er kann zwar, wenn er eine Company zieht, kann er die Nettle Sentinel instant enttappen. Allerdings sterben wir dann nächste Runde. Wenn wir dann jetzt Cryptic machen und ziehen nichts nach, würden wir nächste Runde sterben. Nichts nachziehen ist eine Sache, wir haben Time Warp. Schwierig. Auf 1 gehen, stirbt, dann verliert man gegen Company. Und wenn wir was nachziehen, allerdings haben wir dann nicht die Möglichkeit, unsere Time Warp zu benutzen. Ich glaube, wir gehen auf 1. Ja, ich glaube, wir gehen auf 1. Hä? Der darf nicht an? Okay, dann gehen wir auf mehr als 1. Noch ein Cryptic. Okay. Vielleicht hätte man hier schon einen Timewalk machen müssen, einfach um eine Karte weiterzusehen. Tap all creatures, your opponent control, draw cards. So, okay. Spellpills. Nicht sehr wichtig. Wir machen mal Zero Visions, gucken, was passiert. Maniac und Walk the Eons. Beides ziemlich relevant. Okay. Ich glaube, wir machen hier einen Time Warp. Weil wir es können. Um ein bisschen mehr Informationen zu kriegen. Dictate. Ah ja, siehst du, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann können wir jetzt Cryptic und Dictate machen. Und das sollte relativ gut sein. Wenn er jetzt Company zieht, gewinnt er zwar. Allerdings müsste er die Company auch dann... oh nein. Wollte er jetzt Company spielen und hat gemerkt, dass es nicht gut ist? Ja, also... Tap of Creatures, Draw Card. Oh nein. Okay. Okay, alles gut. Keine Panik.
spielen das. Und jetzt dürften wir relativ gut dabei sein. Mikro-Koro ist gut. Time Warp. Draw Card. Mastery. Visions. Holy Mind Time Warp. Oh ja, doch bitte. Alright. Und der Rest ist Routine. Bam. Bam. Immer schön das Mikrokoro mitnehmen. Ich glaube, hier kann nicht so viel von unserem Gegner kommen. Da müssen wir keine Angst haben. Always healed. Mastery. Chase. Minus. Ah, das ist unser Aetherize. Sehr gut. Mastery. Minus. Zero Visions. Bottom. Top. Go. Na gut, der Rest ist ja entspannt. Also, ihr könnt ja schreiben, was ihr davon hält. Falls jemand vom Letzter ist, tut mir leid, dass ich auf die Kommentare nicht geantwortet habe. Ich war relativ krank unter der Woche. Ich bin nur gerade am Genesen. Das heißt, im Forum hatten noch welche Kommentare für letzte Woche hinterlassen. Das, ja, also sie hatten beide recht. Das waren gute Hinweise. Fühlt euch gedrückt und bewundert. So, Telling Time. Jetzt suchen wir. Ja. Wir nehmen das Diktat. Jeder Spieler zieht eine Karte. Und jeder Spieler zieht eine Karte. Jetzt haben wir gar kein Time Warp mehr übrig, ne? Glaube ich. Ich glaube. Ich weiß, bin mir nicht sicher, aber das ist ja okay. Wir haben ja hier. Ah, doch, haben wir noch. Wir haben ja noch genügend Möglichkeiten, unseren Gegner am Spiel zu hindern. Time Warp. Weil ich das Walk der Ehrens nicht gekickt habe. So, jetzt ziehen wir genug Karten die Runde. Können wir das Wipe Away abwerfen. Jetzt müssen wir noch unser Maniac finden. Und nochmal unser Gegner austappen. Nicht, dass hier irgendwie was völlig Absurdes kommt. Wie, na gut, Sunshock geht nicht, aber wer weiß schon, was das sein könnte. Bam, bam, bam. Time Walk. 6 Karten haben wir in der Bibliothek. 5 Karten. Ah, wir haben vorhin unser Maniac untergelegt, ne? Ja. Okay, das heißt, wir ziehen jetzt genügend Karten und sind fertig. Ja. Maniac. Karte gezogen. Alright. Cool.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Können wir jetzt überlegen, noch das fünfte zu machen, aber ich glaube, dann wird es zu spät kommen. Ist ja jetzt gerade Montag. Tobi will das zum Arbeiten haben. Wenn ihr, interessiert am fünften Match seid, werde ich euch sagen, wie es ausgelaufen ist. Aber das Deck habt ihr ja gesehen, wie es funktioniert. Und ich glaube, es ist sehr, 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 sehr interessant. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht und es kann mithalten. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche.